Hi meine Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer Runde Fortnite. Heute werden wir mit diesem neuen Fluff-Skin versuchen, eine gute Runde zu erspielen, Leute. Ja, mit diesem Skin, wie gesagt, werden wir heute das Ding versuchen zu holen. Aber natürlich werden wir uns heute noch die Geschenke abholen. Ich habe jetzt extra gewartet. Ich glaube heute, wir können 4 Geschenke öffnen. Können wir alle öffnen vorab, ne? An alle. Macht auf jeden Fall noch die, beziehungsweise an alle PC-Spieler, holt euch diesen Skin gratis in-game, ne? Gratis im Item-Shop kann sich jeder diesen Skin holen, also die PC-Spieler haben da auf jeden Fall Glück. Wenn ihr einen Account habt, der auf PS4 oder beziehungsweise auf Xbox, Switch, PS4 spielt, meldet euch mit eurem PC beziehungsweise mit einem PC von einem Kollegen an oder irgendwie mit einem Laptop oder mit einem PC, um diesen Skin auf euren Account freizuschalten. Aber Leute, wir kriegen heute auch einen zweiten Fluff-Skin. Wir werden jetzt erstmal die Lodge besuchen, ne? Dann werden wir bei den Kamin gehen, ne? Es gibt hier so Aufträge und beim Kamin seht ihr hier oben ist ein weiteres Pizzastück draufdrücken und dann sammelt ihr das ein. Dann wird auch eventuell hier unten bei euch noch eins liegen, wenn ihr das noch nicht eingesammelt habt. Also beim Kamin gibt es auf jeden Fall auch Pizzastücke, Leute. Und ihr seht, der Fluff hier unten hält sein Geschenk nicht mehr fest. Bevor wir uns da das anschauen, gucken wir in den Kühlschrank. Und weihnachtlich geschmückter Kühlschrank ist das natürlich, Leute. Wir hatten natürlich auch die Lebkuchen, die so auf so quasi eingesperrt waren mit so Frostzapfen. Und jetzt sehen wir Slapjuice, so einen Würfel und alles schön weihnachtlich geschmückten Tannenbaum, Geschenke, die Banane, den Teddybär und so weiter und so fort. So sieht der Kühlschrank jetzt halt weihnachtlich aus, sehr, sehr weihnachtlich. Wir gehen jetzt aber hier rein und öffnen 4 Geschenke. Ich würde sagen, wir fangen hier links an. Da haben wir tatsächlich nur noch dieses Gelbe. Ich bin gespannt, was drin ist. Ich glaube, eine Spitzhacke müssten wir noch bekommen. Wir haben durchs Winterfest noch keine einzige Spitzhacke bekommen. Und ja, die Knackerkeule kriegen wir. Tun wir direkt ausrüsten. Perfekt. Ja, jetzt gehen wir zum zweiten. Und zwar zu diesem blauen Geschenk. Ja, das passt tatsächlich. Wir können heute alle öffnen. Komm, let's go. Was ist in dem Blauen drin? In was? Komm, gib mir was Cooles. Okay, ein neues Contrail werden wir runter auch auswählen. Und dann ein großes Silbernes. Da bin ich echt gespannt, weil ist relativ groß, was da drin ist. Also ein Skin nicht. Vielleicht noch, was könnte noch drin sein? Ein Rückenaccessoire. Okay, das sieht auch krass aus. Das niest sogar ausrüsten. Und jetzt, Leute, ein Geschenk verbleibend. Das ist der Fluff. Und dann haben wir alle Geschenke Tag 14 übrig. Das heißt, öffnen. Und wir kriegen den Fluff-Skin. Mega, mega schön. Ja, Leute, den haben wir jetzt freigeschaltet. Sehr, sehr schön. Und jetzt, was macht er jetzt, wenn wir den haben? Jetzt zockt er mit hier Jonathy und der Alten hier ein bisschen Fortnite. Ich würde sagen, Leute, wir gehen direkt in den Spind. Wählen natürlich den Skin aus, ne? Das ist der PC-Skin, den jeder kostenlos bekommt, was ich schon angesprochen habe. Und das ist der andere Fluff-Skin, den wir kostenlos bekommen. Dann haben wir hier ein neues Backbling, was sich so bewegt. So ein kleines Rentier. Dann diese neue Spitzhacke heute bekommen. Sehr, sehr schöne Spitzhacke. Ein neues Contrail. Also alles aus der Weihnachtshütte. Und heute am 26., wenn wir natürlich auf die Lodge gehen, steht hier oben Tag 14. Ja, diese Lodge, diese Weihnachtshütte ging jetzt 14 Tage mit 14 gratis Items. Also jeder müsste jetzt 14 gratis Items haben. 14 Items, die für jeden kostenlos sind, ne? Das Winterfest geht dennoch bis zum 3. Januar, ne? Das heißt, bis zum 3. Januar haben wir den ganzen Winterstuff so geschmückt, alles weihnachtlich in-game, ne? Bis zum 3. Januar bleibt alles winterlich, aber die Weihnachtshütte, die gratis Items sind jetzt nach 14 Tagen rum. So, Leute, hier seht ihr auch das Contrail, was wir jetzt bekommen haben. In Action sieht meiner Meinung nach sehr, sehr nice aus, also weihnachtlich halt, ne? Ich würde sagen, wir landen jetzt hier hinten bei Lonely Labs, ne? Also so ähnlich wie Frosty Flights, um halt einen entspannten Start zu machen und guten Loot zu bekommen und dann eventuell ja, die einigen, beziehungsweise ein paar Kills während der Runde zu machen und dann schlussendlich hoffentlich die Runde zu gewinnen. Das ist auch ein Weihnachtskleid, den wir bekommen haben. Finde ich sehr, sehr Skin. Der geil. Der Fluff-Skin, Leute, ist natürlich sehr, sehr, wie soll ich sagen, ein bisschen breit, ein bisschen fett. Und genau aus diesem Grund spielen den viele nicht so gern. Aber, Leute, ich würde sagen, wir gehen damit jetzt rein und let's go. So, hier landen auf jeden Fall ein paar Leute mit. Also, der Pickaxe. Ja, was soll ich sagen, Leute? Ach ja. Gut, meine Shotgun macht halt einen 85er-Hit, weil die Low Pump ist und der hat die Donnerschrotflinte, die ist halt viel, viel besser. Jetzt ist die erste Runde natürlich nicht so gut verlaufen. Landen wir in der zweiten Runde hier hinten bei diesen drei Häusern, also bei Slappy Shores da so ein bisschen. Das ist so ein Kreis, also das ist so wie so ein, ja, es ist jetzt keine Stadt, aber das sind halt so drei Häuser mit einer schönen Straße, so einem Kreis. Aber da landen halt auch, muss ich sagen, relativ oft Leute, weil das echt ein guter Spot ist.
Es hat einfach einen Nieser abgelassen. Hab gerade gedacht, hier kommt noch ein Gegner. Aber ich muss sagen, der Skin ist sehr geil. Ich muss aber auch sagen, die Pickaxe, die gefällt mir richtig, ne? Ah, habe ich eine Donnershotgun hier irgendwo? Ja. Ja, so rein scheißen. Aber Leute, hier seht ihr auch schon eine Änderung, die Epic mit reingebracht hat. Und zwar, wenn man diesen Busch kaputt gehauen hat, kam immer nur eine Beere raus. Und wenn man sie gepflückt hat, halt so 5, 6. Aber die haben es jetzt auch geändert, wenn man den Busch kaputt haut, dass da so viele Beeren rauskommen. Hat den Vorteil, ihr müsst nicht immer pflücken und es geht halt viel, viel schneller. Und ja, ich finde die Beeren eigentlich sehr, sehr gut. Das sind halt so quasi die Klombeeren, ne? Apropos Klombo, ne, für die Leute, die es noch nicht wissen, Klombo wurde mit Chapter 4 komplett aus den Datenfiles gelöscht, bedeutet, die Chance, dass wir ihn so schnell wiedersehen, ist damit nochmal deutlich gesunken. Er wurde nämlich deutlich aus den Files gelöscht. Oh, jetzt habe ich auch eben, jetzt habe ich am Anfang auf den Falschen geschossen. Ich weiß ja nicht, was seine Mission ist, ne. Oh, lass mich ihn doch kriegen, oh mein Gott. Ja, Alter, das ist so lächerlich! Mann! Alter, Leute, ich flippe hier wirklich gleich aus, ne? Wenn ich hier keine vernünftige Runde spielen kann, weil ich einfach nicht mithalten kann. Ja, Mann. Weil die Pist- weil diese Shotgun halt wirklich einfach besser ist. Ah, ihr seht, Leute, das ist auch tatsächlich eine meiner ersten Runden heute. Ihr seht, das Aim von mir ist heute noch nicht gut. Also das, finde ich sehr, sehr geil. Ich finde ihn auch jetzt gar nicht so zu dick zum Spielen. Och, Digga, push mich doch nicht zu zweit! Lösch dich! Jetzt landen wir nochmal hier in Frenzy, ne? Also daneben in der Bude. Und hier ist keine Waffe. Mann, also Mann, oh mein Gott, was mache ich? Also was mache ich, was tue ich? So, so, perfekt. Und jetzt... Ja, genau, das war mein Erfolgserlebnis, vertrau mir da mal. Oder? Ich habe doch gerade Schritte gehört, oder bin ich dumm? Genau, das war mein Erfolgserlebnis, vertrau mir da mal. So, mitnehmen. Mitnehmen, ach du Kacke. Jetzt smuckt er schon die... Ach du Kacke. Wo ist mein Geschenk? Warum ist denn das auf dem Dach? Leute, aber ich glaube, das macht das Spiel auch mit Absicht. Das kannst du dir wirklich nicht ausdenken. Jetzt ist mir aber alles egal. Jetzt lass mich in Ruhe, Mann. Und Spielarena. Mann! Alter, nee, stopp. Jetzt ist Ende. Jetzt reicht's mir ja aber. Tschüss. Das war ein guter Hit. Befürchte ich mal. Okay, jetzt stopp. Nee, Leute, jetzt ist Ende. Tschüss. Ich höre hier aber schon wieder jemanden landen, wirklich. Kann ich nicht mal in irgendeinem Ort alleine landen? Ist das vielleicht unmöglich geworden mit Chapter 4? Ist es unmöglich geworden? Ganz knappe Sache, Leute. Ich wäre fast wieder gestorben, weil ich nicht bauen konnte, ne? Ich hatte tatsächlich keine Metz mehr. Und das, meine Freunde, war richtig, richtig, richtig knapp. Alter, aber wenigstens haben wir ihn gekriegt. Wenigstens haben wir ihn gekriegt. Ich meine, die Shotgun, ne, die schießt zwar schneller, aber es gibt dahingehend deutlich bessere Shotguns. Perfekt. Du bist sehr, sehr wichtig, du Spray hier. Das Rotpunkt-Visiergewehr ist auch sehr, sehr gut, ne? Vielleicht finden wir noch eine andere Shotgun. Würde mich auf jeden Fall freuen. Hier natürlich... Nicht da unten, eventuell da unten haben wir sogar noch, wenn hier Splashies drin sind, ist jetzt auf jeden Fall Schubsaft 6 Stück wichtig. Wenn im Biggie drin ist, nehmen wir den Schubsaft mit. Nein, ist nicht. Aber jetzt ist auf jeden Fall die Motivation wieder ein bisschen da, Leute. Hier mal eine gute Runde zu reißen. Sturmvorhersage, sehr, sehr gutes Perk. Let's go in die Mitte.
Oh, das ist ja fast kaputt. Ist mir aber jetzt egal. Scheiß drauf. Er fährt trotzdem noch sehr schnell. Und jetzt geht's weiter. Hier wurde noch nicht gelootet. Sehr, sehr gut. Die nächste Zone, Leute, ist hier auf jeden Fall vor uns. Das ist ein kleiner Vorteil, den wir da durch auf jeden Fall haben. Okay, wir werden auf jeden Fall ein paar Mets noch abbauen, ne? Sehr, sehr wichtig. Ist halt auch mit dem Motorrad einfach. Ja, da wir können sogar... Ist die Flagge schon erobert? Nein, ich glaube, die ist noch nicht erobert. Das ist sehr, sehr schön, dass diese Flagge hier... Nee, ich wechsle. Komm, bitte lasst mir... Sprint nachladen ist auch gut, okay. Sprint nachladen, Leute, ist auch sehr, sehr wichtig. Ja, ich weiß zwar nicht, warum ich geschossen habe. Das war eigentlich nur ein Ausversehen. Gut. Oh mein Gott, der war nicht schlecht. Der hat gut gespielt, aber ich habe ihn zum Glück mit dieser Kalibur-Waffe noch einen Hit gegeben. What? Aber er hat die das Militärarsenal. Bedeutet, dass er... Der Kampf ist ganz komisch. Der Fight ist ganz, ganz komisch, Leute. Ich weiß nicht, ihr habt bestimmt gemerkt. Der ist ganz, ganz komisch. Weil der auch nicht schlecht ist, ne? Der ist immer da, dann ist er da, dann ist er da. Der moved ganz gut. Ja, ne? Back dich halt auch überall durch. Ja, jetzt ist das endlich mal erledigt. Und du kannst dich nicht mehr überall durchbacken. Gut, vielleicht gewinnen wir jetzt diese Runde mit allen 9 gratis Sachen aus der Winterhütte. So, 55. Leute. Also, sorry, ne? Ich will ja nichts sagen, aber das war eindeutig ein Headshot. Das war, sorry, also eigentlich, oder? Also, der war eigentlich auf dem Kopf, hätte ich jetzt persönlich gedacht. Alter, war das knapp! Digga, meine Güte, habt ihr das gesehen, wie knapp das wieder war? Jetzt kommt hier noch der nächste Mann. Ach komm, Leute. Wir sind Platz 8 geworden. Ich hoffe natürlich, euch hat die Zone gefallen. Wenn ja, lasst mir eine positive Bewertung da. Das ist das Video. Haut rein. Euer Schmerle. Und ciao. Oh,